Hallo, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Ich bin's wieder, euer Fabian, der Steam Deck-Checker, der nicht alles checkt, aber es immer wieder versucht. Ihr wundert euch vielleicht, warum hier oben Werbung steht. Ganz einfach. Ich habe ja euch ja schon mal angedeutet, ich habe von einem Hersteller eine Tasche zur Verfügung gestellt bekommen und die stelle ich euch gerne heute vor. Der Hersteller hat mir keine Vorgaben gemacht. Er hat gesagt, ich habe hier Muster, willst du das mal zeigen? Ich habe gesagt, ja klar, schick mal rüber. Habe nur einmal ganz kurz auf den Amazon-Link geklickt, zu sehen, welche Richtung das überhaupt geht. Und das war's auch. Also ich habe mir die Tasche im nachfolgenden Abschnitt unbescheiden, ungescholten, ausgepackt und angeguckt. Und dann im Nachgang sprechen wir mal über meine Erfahrungen in den letzten Tagen mit der Tasche. Um welche Tasche handelt es sich letzten Endes? Es handelt sich hier um die Comstock Carry'em Back der Arcos-Serie für Steam Deck. Wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Hat seine Vorteile, kommen wir später drauf. Und darüber reden wir jetzt gleich einfach mal. Oder beziehungsweise ich zeige euch halt erstmal, wie ich das Ganze mal auspacke und mir anschaue und schon so ein bisschen beurteile. Ich möchte ganz kurz noch was zu der Firma TomTok sagen. Also ich hatte keine Auflage, aber ich habe gedacht, wenn mir schon jemand was zur Verfügung stellt, darf man mal was über die Firma auch erzählen. Die Firma TomTok wurde 2016 gegründet von ein paar Technik-Enthusiasten, will ich es mal nennen. Und die hatten halt den Anspruch, qualitativ hochwertige Tablet-Taschen, Computertaschen, Gaming-Zubehör, also Tablet, Computer, Laptop, da in der Richtung was zu machen, zu produzieren und zu vermarkten. Und zum Beispiel diese Tasche jetzt hier in dem Falle hier auch, da werden recycelte Materialien verwendet, was ich schon mal sehr, sehr lobenswert finde. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns das Ganze doch jetzt einfach erstmal an. Ja, das Ganze kommt hier in so einen unscheinbaren Beutel. Finde ich aber eigentlich auch ganz gut, da es dementsprechend dann auch weniger Müll verbraucht. Wir gucken jetzt erstmal rein, was drin ist. Also ich brauche keinen schicken Umkarton. Ne? Das brauche ich definitiv nicht. Sogar ein Zipbeutel. Dann ist natürlich die Frage, warum sie nochmal extra verkleben. So, gucken wir doch mal rein. Also vom Material her. Also hier hinten ist ein bisschen lederartiger. Hier haben wir nochmal einen extra Reißverschluss. Wir gucken uns jetzt einfach erstmal alles an. So, hier haben wir TomTok. Protect your digital gear. Eine Seriennummer haben wir sogar dabei. Wir haben ein bisschen die Kamera zurückgefahren. So, gucken wir doch erstmal rein. Wie machen wir das Ganze auf? Hier haben wir einen Reißverschluss an der Seite. Und, oh, das ist das Beste. Dafür hat sich schon gelohnt. So, nein, Schatz beiseite. So, dann gucken wir mal. Ein Tragegurt. Den können wir hier nach außen führen. Schauen wir uns mal gleich ein Detail an. Und hier ist wohl Platz für das Steam Deck. Also man muss sagen, es ist hier im Innenbereich. Versuche das mal ein bisschen einzufangen. Hier die Rückseite. Es ist sehr dick gepolstert. Das ist hier auch nochmal sehr schön alles dick gepolstert. Hier ist nochmal Platz. Muss mal aufzufangen. Hier ist nochmal Platz so für SD-Karten. Ein Kabel. Hier drinnen. Auf der anderen Seite können wir auch nochmal im Innenraum etwas verstauen. So. Also das Material fühlt sich sehr hochwertig an. Also auf den ersten Blick wirkt die ganze Tasche ein bisschen zerknautscht, muss man sagen. Wie ein Kulturbeutel. Aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Hauptsache, das Ganze passt da alles auch optimal rein. So. Jetzt schauen wir mal, wie passt das Steam Deck hier auf Anhieb rein. Wir haben hier wieder so eine Lasche. Und dann führen wir mal einfach das Steam Deck hier rein. Gucken wir mal, ob das passt. Das optimal geschützt ist. Können wir das Ganze hier nochmal sichern mit dem Klettverschluss. Also das Steam Deck passt schon mal optimal rein. Muss man sagen. Guck mal, dann machen wir das Ganze zu.
Und das Steam Deck liegt hier optimal drinnen. Also es ist hier, da kann eigentlich nichts passieren. So, wichtig wäre mir noch. Was sollte man hier noch mit reinkriegen? Netzteil ist Platz. Wir haben hier nochmal einen zusätzlichen Stauraum. Da könnten wir ein Kabel reinpacken. Mir ist wichtig, dass ich reinbekomme eine Powerbank. Und das müssen wir mal schauen, ob ich jetzt hier noch eine Powerbank reinbekomme und ein Headset. Weil wenn ich das hier alles mit reinbekomme, ohne jetzt hier zu sehr anzuecken, das wäre geil. Ich muss sagen, das passt soweit. Sieht zwar jetzt so auf den ersten Blick nicht schön aus. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um ZZ. Aber ich könnte die Powerbank. Die Powerbank könnte ich ja vielleicht einfach hier vorne reinpacken. Vielleicht bringt das ja was. Die Powerbank hier vorne verstaut. Und dann hier dementsprechend das Headset. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, sind jetzt meine Micro-SD-Karten. Die habe ich jetzt natürlich hier nicht parat. Aber es ist hier echt genug Stauraum. Wenn ich jetzt sage, hier Headset ein, passt alles drum und dran. Wir haben hier überall noch Laschen. Also, ich finde es jetzt nicht so verkehrt. Ja, ihr habt die Tasche gesehen. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert. Wie gesagt, ich bin ja unvoreingenommen reingegangen. Mit diesen komischen Auswülzungen hier. Da blende ich jetzt einfach mal ein Bild ein, so wie es von Hersteller gedacht ist und so wie ich es jetzt auch inzwischen fast von alleine kapiert habe. Und das ist eigentlich echt eine nette Lösung, muss ich sagen. Was ich nochmal sagen muss, das habe ich auch erst in den letzten Tagen wirklich festgestellt, der Tragegurt hier hat einen riesen Vorteil, weil, versuche es mal ein bisschen zu zeigen, ich kann den an zwei Seiten dementsprechend verstellen, weil sonst hast du bei vielen Taschen das Problem, du kannst den Riemen nur an einer Stelle kürzer oder länger machen und dadurch ist Protection, nenne ich es jetzt einfach mal, mir fällt gerade kein anderer Begriff ein, ja auch mal Zeit an der falschen Stelle bei vielen Taschen. Haben sie hier gut gelöst, muss ich sagen. Also ich habe die Tasche in den letzten Tagen mitgehabt unterwegs, obwohl ich eigentlich mit dem Steam Deck nicht so viel unterwegs bin, habe ich es einfach mal mitgeschleppt, um mir irgendwie ein Bild bilden zu können. Habe es halt auch mit zur Arbeit geschleppt und so. Und ich muss sagen, es ist schon ein Riesenvorteil. Beispiel Arbeit. Wenn ich mein Steam Deck mit zur Arbeit nehme, ich habe wegen Homeoffice einmal die Woche nur Büro, nehme ich aber gerne das Steam Deck mit, um in der Mittagspause vielleicht mal eine halbe Stunde zu spielen oder rumzubasteln. So, da habe ich es immer in den Original Carry Case gehabt. Aber dann ging es schon wieder los. Powerbank im Rucksack oder in der Firmen-Laptop-Tasche, genau wie Headset. Und hier kriege ich wirklich alles rein, was ich brauche, muss ich sagen. Das ist ja auch der Nachteil des Original-Cases. Also so gut das Ding auch ist, dafür, dass es quasi eine Beigabe ist. Man muss ja überlegen, bei Nintendo Switch oder so kriegst du ja gar nichts dazu. Dafür ist das Ding echt gut, aber du kriegst halt nichts rein, außer das Steam Deck selber. Hier hinten zwar, jetzt hast du noch ein bisschen Raum, aber ja, für was? Da kriegst du nichts rein. Also, ich sag mal so, wer nur das Steam Deck unterwegs braucht, ist mit der Originaltasche bestens bedient, keine Frage. Die ist natürlich auch von der Härte her eventuell ein bisschen besser geschützt, muss man sagen. Aber ich glaube, ja, das ist auch so gut gepolstert. Gerade die Rückseite, oben hin hast du auch noch genug, ich sag mal, Nautschzone hast du nach oben hin. Das Wort fehlte mir gerade. Zum Design nochmal. Also, das Design ist nicht unbedingt ansprechend, da gebe ich recht. Hat aber auch einen Vorteil. Und zwar, wir kennen alle, wenn wir jetzt so mal in Urlaub unterwegs sind, da siehst du mal gleich die Leute, so erkennst du sofort, die eine fette, höchstwahrscheinlich teure Spiegelreflex mit sich rumschleppen, weil da siehst du den Taschen an. So. Die Tasche wirkt auf den ersten Blick wie ein Kulturbeutel. Da geht keiner davon aus, dass ich da teures Spielzeug drin habe. Ist meine Denke. Und daher dieses unscheinbare Design eher eine funktionale Funktion. Und das ist auch okay. Kann ich mit leben. Eine Tasche ist eine Tasche. Es ist für mich kein Modeaccessoire, jedenfalls nicht für solche Geschichten. So, kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Also, wie gesagt, Verarbeitung finde ich absolut in Ordnung. Reißverschlüsse sehen robust aus. Kommen wir mal zum Preis.
Der Preis liegt bei 49,99. Ich habe ihn euch auch unten in Amazon als Amazon-Link verlinkt, die Tasche. Und da muss man natürlich sagen, ist der Preis gerechtfertigt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, jein. Das muss jeder erstmal auch für sich selber entscheiden, ob er so viel Geld in Anführungsstrichen bereit ist, für eine Tasche auszugeben. Ich für meinen Teil bin es. Weil ich denke mir schon, ich habe so viel Geld für Steam Deck bezahlt, dann darf das Ganze auch mal vernünftig verpackt werden. Und es mangelt ja auch noch ein bisschen an vernünftigen Alternativen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also von daher ist der Preis okay. Ne? Könnte ruhig ein Zehner oder ja, wohl mehr als ein Zehner wird es wahrscheinlich eh nicht billiger werden. Auch vergleichbare Produkte, bin ich fest überzeugt. Bis jedenfalls, sage ich mal, eine gewisse Marktwelle erreicht ist, dass viele Hersteller Taschen anbieten. Dann gibt es ja ein bisschen mehr Konkurrenzkampf. Aber momentan würde ich sagen, ist der Preis absolut gerechtfertigt. Weil momentan alles andere, was man an Taschen nutzen könnte, sind Prickellösungen oder nicht für Steam Deck an sich ausgelegt. Das Steam Deck ausgelegt. Und daher passt das super. Wie gesagt, aber letzten Endes müsste es mit dem Preis für euch selber. Aber aus meiner unparteiischen und neutralen Sicht, ich wollte mich gerade versprechen, ich wollte unneutrale Sicht sagen, deutscher Versprecher, wie man so schön sagt. Wie gesagt, überlegt es euch für euch, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich für meinen Teil würde es mir auf jeden Fall auch persönlich zulegen. So, liebe Freunde, das war mein kurzes Werbevideo. Macht euch eure eigene Meinung. Wie gesagt, ich habe es hier mir ganz neutral und unparteiisch angeschaut. Würde mich freuen über Feedback, wie sowas in Zukunft weitermachen darf. Oder sagt lieber, nee, nimm nichts von Herstellern an. Aber ich versuche das halt definitiv präsent zu machen. Weil ich glaube, auch dieses Werbung hätte ich gar nicht einblenden müssen, weil der Warenwert zu gering ist. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellan. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.